alte Männer einer verlorenen Zeit. Unbelehrbar, machtbesessen und fernab jeglicher Realität. Stolz war ich auf alle Fälle. Ich war ja 40 Jahre dabei. Das war ja mein Fleisch und Blut. Das ist ja nicht irgendetwas gewesen, was neben mir geschehen ist, sondern was in mir geschehen ist. Unsere Augen waren damals anders eingestellt. Auch unser Gehör, unser ganzer Geist war anders eingestellt. Wir waren eben der Meinung, wir machen es gut, wir machen es richtig. Schön sollte es werden und würdevoll. Eine ostdeutsche Inszenierung von internationalem Rang. 4. Oktober 1989. Letzte Vorbereitungen für den Triumphtag des real existierenden Sozialismus. Danach sollte manches anders werden. Die Altherrenriege im Politbüro hatte bereits signalisiert, dass sie auf dem 12. Parteitag der SED 1990 von ihren Ämtern zurücktreten wollte.